dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. So, dann herzlich willkommen zu Teil 1 der Pressekonferenz nach dem Spiel 60 München gegen Hansa Rostock. Endstand 0:0. Ich darf den Trainer von Hansa Rostock, Jens Hertel, recht herzlich begrüßen und darf Sie um die ersten Worte zum Spiel bitten. Ja, fange ich mal beim Anfang an. Also ich glaube, wir sind nicht ganz so gut gestartet, wie wir das wollten. Hatten schon ein paar Zuordnungsprobleme. Löwen haben es auch ein Stück weit anders gemacht, als wir es erwartet haben. Haben wir so 10 Minuten gebraucht. Hatten sie schon die eine oder andere Situation, wo wir dann in letzter Not noch klären. Keine klaren Chancen. Dann war es aus meiner Sicht so nach 10 Minuten eigentlich ein ausgeglichenes Spiel, wo das hin und her ging. Sehr ruppig, viele Zweikämpfe, viele Fouls, gelbe Karten. Sehr zerfahrenes Spiel, wo ja, wir es nicht geschafft haben, sagen wir, den letzten oder vorletzten Pass sauber ins letzte Drittel zu spielen. Wir hatten, glaube ich, gute Ansätze, aber fast nie zu Ende gespielt. Aber die Löwen hatten jetzt auch nicht mehr so viele Möglichkeiten. Ich glaube, noch einer an die Latte. Ja, und dann zweite Halbzeit mit der gelb-roten Karte war es dann natürlich ein anderes Spiel. So, ich denke, zum Anfang haben wir es ganz ordentlich gemacht, aber so die letzte Viertelstunde standen wir schon extrem unter Druck und da hatten die Löwen dann halt auch gute Möglichkeiten. Ich glaube, eine Riesenchance, die Markus Kolke überragend hält. Und da haben wir dann sicherlich ein Stück weit auch Glück gehabt. Aber das haben wir uns auch mit der Art und Weise, mit dem Einsatz dann verdient. Sind viel gelaufen, haben viel gearbeitet auf dem Platz und nehmen dann natürlich diesen Punkt dann gerne hier mit. Und ja, dann müssen eben die Löwen ein Stück weit auch hinter uns in der Tabelle bleiben. Das war so das Minimalziel. Und das haben wir erreicht, auch wenn es sicherlich für die Zuschauer tut es mir ein bisschen leid. Dadurch mit der gelb-roten Karte war es dann halt auch ein bisschen nicht so ein schönes Spiel, wie sich das alle vielleicht erwartet hätten. Vielen Dank. Gibt es von der Pressetribüne bzw. krankheitsbedingt von zu Hause Fragen an den Trainer der Gäste? Ich hätte eine Frage. Haben wir mit einem Bild Rostock? Ja, bitte. Ja, dann vielleicht erstmal noch zur Auswechslung von Sven Sonnberg. Kann man das so verstehen, dass das auch wegen der Gelbvorbelastung war oder gab es zusätzlich noch? Nee, der hat ganz schlecht Luft gekriegt. Also wahrscheinlich so mit der kalten Luft hat er schon ein paar Probleme gehabt. Und dann haben wir auch den Wechsel direkt auch in der Halbzeit dann gemacht. Er hätte vielleicht noch ein paar Minuten spielen können, aber da, wenn man dann die 4, 5 Wechsel hat und dann in der Halbzeit, dann geht ja nichts kaputt. Deswegen haben wir dann eben diesen Wechsel dann auch in der Halbzeit dann eben direkt gemacht. Dann ist es auch einfacher für Jan Löhmannsröben gewesen, reinzukommen. Er hat das dann auch eigentlich gleich ganz gut gemacht, war eigentlich relativ schnell drin. Das wusste dann halt, konnte die Viertelstunde dann in der Pause nutzen, um sich ordentlich zu erwärmen. Vielleicht ein paar Worte nochmal zu John Verhoek, beziehungsweise speziell zur ersten gelben Karte wegen Melkarts. Also er hat Ihre Mannschaft dann natürlich ein bisschen in die Bredouille gebracht mit 40 Minuten Unterzahl. Inwieweit gibt es da einen Vorwurf oder inwieweit sagen Sie, passiert, ist gut gegangen? Weil, ja, Fakt ist natürlich, das ist ein Fehler. Also ich meine, ich glaube, es war sehr ruppig und sehr laut und auch auf den Bänken, ich glaube, die Löwen. Und wir haben uns da nichts geschenkt und dann schaukelt sich das natürlich hoch und dann ist es ein bisschen ärgerlich, dass man sich dann wegen Meckern dann halt eine gelbe Karte holt und dann kommt eben dieses Foul dazu und dann, wenn ich vorbelastet bin, muss ich da vielleicht auch nicht so hingehen, aber es war halt schwierig und es war hektisch, es war sehr intensiv und dann passiert es halt manchmal im Fußball, dass man dann ein bisschen die Nerven verliert oder einen Schritt zu spät kommt. Und aber die Mannschaft hat es ausgebügelt und dafür sind wir auch eben auch da, dass wir diese Fehler passieren. Das ist ein Mensch, die machen halt Fehler und wichtig ist, dass die anderen dann halt eine Schippe drauflegen und versuchen eben dann alles zu investieren, um den Punkt eben mitzunehmen. Zuletzt gab es ja Siege nach Rückstand, jetzt einen Punkt in Unterzahl. Inwieweit würden Sie das denn jetzt trotzdem als moralischen Erfolg irgendwie einordnen? Na, wir haben ja schon gesehen, wir haben gegen die Mannschaft gespielt, die meisten Tore geschossen hat. Dass die dann natürlich auch die eine oder andere Torschance gegen uns kriegen werden, das ist dann auch klar. Aber wir haben eben kein Tor reinbekommen. Und das ist schon mal das, was man auf jeden Fall als Zählbares mitnehmen kann. Natürlich müssen wir uns da auch bei Markus Kolke bedanken, der halt die Situation von Mölders natürlich überragend hält. Ich glaube, den hält nicht jeder Torwart in dieser Liga.
Und das brauchst du dann aber auch, wenn du dann in Unterzahl spielst, brauchst du halt auch einen guten Torwart, der dann halt in den kritischen Situationen, da waren noch ein paar Wackerbälle, aber Markus war gut da und hat, glaube ich, alles souverän und sicher dann eben auch weggenommen und war heute für uns dann in der Phase natürlich extrem wichtig. Und ihn hat sich natürlich auch gefreut, dass er heute nicht kalt geworden ist. Wir hätten uns das alle gerne ein bisschen erspart. Danke, gute Rückfahrt. Danke. Da schließe ich mich dann gleich an. Wünsche einen guten Nachhauseweg, alles Gute für die nächsten Spiele und vielen Dank fürs Vorbeikommen. Danke. Danke. Tschüss. Dann begrüße ich euch zu Teil 2 der Pressekonferenz mit Michael Köllner. Und wie immer gehören die Worte zum Spiel natürlich dir. Ja, servus zusammen. Ja, ein starker Auftritt meiner Mannschaft heute. Ich denke, im Vorfeld war nicht zu erwarten, dass wir das Spiel so in den Griff kriegen und von der ersten Minute in den Griff haben. Ich denke, wir haben zwar erste Halbzeit etwas aus der tieferen Position herausgespielt, aber haben den Gegner schon in der ersten Halbzeit keine Chance gegeben. Haben 4, glaube ich, sehr, sehr gute Möglichkeiten gehabt. Der besten, glaube ich, von Säuger mit dem Lattentreffer. Ja, zweite Halbzeit dann mit der Ausstellung von Verhoek, was natürlich dann schon so, wir haben angelaufen, haben alles probiert. Ich denke, wir haben vor allem den Gegner, und das war, glaube ich, so in den letzten Spielen immer wieder mal der Fall, dass wir in Konter gelaufen sind heute, haben wir keinen Konter zugelassen, haben gut gespielt. Ja, der Ball wollte halt leider nicht über die Linie. Ja, ist mal so. Wichtig war, dass wir in dem Spiel auf jeden Fall zu Null spielen, dass wir hier Minimum einen Punkt mitnehmen. Das haben wir halt geschafft. Ich denke aber, so wie die Mannschaft heute aufgetreten ist, war das ein sehr, sehr guter Auftritt. Und ja, ich glaube, wir können ja zufrieden sein, auch wenn die Punkte jetzt sicherlich 2 Punkte vielleicht für den einen oder anderen fehlen. Aber ich glaube, wir haben heute das geschafft, dass wir auf jeden Fall zu Null spielen. Und ja, geht es weiter. Wir haben unsere Position vorne verteidigt. Und jetzt geht es darum, dass wir in den nächsten Wochen weiter angreifen. In Saarbrücken wartet schon das nächste Spiel. Und dann schauen wir, was wir da rausbringen. Vielen Dank. So, die Frage an die Pressetribüne. Habt ihr Fragen? Keine heute. Doch, Matthias Eicher. Ja, servus in die Runde. Herr Köllner, machen Sie Ihrer Mannschaft dann ein Stück weit einen Vorwurf, dass man in Überzahl nicht vielleicht noch die eine oder andere Chance mehr rausspielt? Oder sagen Sie, so Chancen wie eben von Mölders, Salger oder Biancari am Anfang, der sich den Ball nicht zurechtgelegt kriegt, da müsste halt dann mal eine reingehen, weil es waren ja dann schon welche vorhanden. Ja, ich denke, wir haben vier Spitzenspiel und das war es ja gegen Mannschaften, die jetzt auf Platz 3 und Platz 4 stehen. Haben wir, glaube ich, genügend Chancen rausgespielt. Da kann man jetzt nicht erwarten, dass wir dann 20, 25 Chancen rausspielen. Muss natürlich auch sagen, Kolke hat jetzt den Ball von Sascha Mölders natürlich auch sensationell gehalten. Da hat Mölders alles richtig gemacht. Das war eine Riesenchance. Ich glaube, wir waren unheimlich gefährlich. Trotzdem im gegnerischen 16er, eine zweite Halbzeit mit guten Läufen von Stefan Lex, Biancardi, Kreilinger, wie reingekommen ist. Hat mal richtig für Theater gesorgt. Ich denke, wir waren gut im Ballbesitz. Wichtig, dass du da trotzdem den Kopf nicht verlierst, dass du in der Restverteidigung gut stehst. Und von dem her, wie gesagt, wichtig ist, dass du trotzdem zu Null spielst. Ich glaube, das war das Entscheidende. Wir wollten heute auf jeden Fall Rostock nicht wegziehen lassen. Das haben wir geschafft. Und ich glaube, im Vorfeld war nicht so zu erwarten, dass wir Rostock so in den Griff von der ersten Minute haben. Das haben wir geschafft. Und jetzt geht es natürlich darum, es sind 15, noch 15 schwere Spiele vor uns. Wichtig ist, dass wir wie gesagt, dranbleiben, dass wir nicht abreißen lassen, und dann schauen wir, was die nächsten Spiele auf jeden Fall für uns wieder bringen. Schaue ich nochmal in die virtuelle Runde. Noch jemand? Alle zufrieden, sehr schön. Auch wenn es kalt war heute im Stadion, die wir da waren. Also aufwärmen, heißen Grog trinken oder warmes Bier ist, glaube ich, eher das Falsche. Was warmes trinken. Damit schönes Wochenende, und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Gell? Alles klar, schönes Wochenende. Servus.